Herren, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer vom Bericht aus Erfurt. Astrid Rothe-Beinlich ist neben uns, die Chefin der Fraktion von Bündnis 90 Die Grünen im Thüringer Landtag. Es geht um die aktuelle Juni-Plenarsitzung. Mit welchen Ergebnissen aus Ihrer Sicht? Ja, ganz wichtig war ganz sicher die Debatte rund um den 22. Thüringen-Monitor von Frau Dr. Reiser und ihrem Team, der tatsächlich einmalig bundesweit Befunde liefert, weil es eine Langzeitstudie über die Einstellung der Thüringer und Thüringer ist. Und das ist, glaube ich, wirklich wichtig, dass wir ernst nehmen, dass die Demokratiezufriedenheit massiv abgenommen hat. Das muss uns als Politikerinnen ganz besonders zu denken geben. Und ich glaube, da gilt es auch bei uns selbst mal ein bisschen kritisch hinzuschauen, was wir besser machen können. Der Ton ist extrem rau geworden, auch im Thüringer Landtag. Die Bürgerinnen und Bürger haben mitunter, glaube ich, den Eindruck, dass wir uns nur um uns selbst drehen oder um Klickzahlen oder um die bestmögliche Show. Und das kann es nicht sein. Ich würde mir wünschen, dass das Ergebnis des Thüringen-Monitors hier im Landtag ist, dass wir zur Sachlichkeit und zu einer fairen Auseinandersetzung zurückfinden. Ja, was sind aus Ihrer Sicht neben den schon erwähnten Punkt die prägenden Ergebnisse? Zu denken geben muss uns, dass wir eine ganz erschreckend hohe Zahl von Menschen haben, die rassistische, die tatsächlich auch problematische Einstellungen mit Blick auf Menschen haben, die nicht von hier kommen. Es sind ganz viele Geflüchtete aus der Ukraine beispielsweise nach Thüringen gekommen, 36.000 seit letztem Februar 2022. Und natürlich braucht es dafür eine Willkommenskultur. Und wir wissen auch, wir haben einen massiven Fachkräftemangel. Wenn wir aber mit Rassismus von uns reden machen in Thüringen, dann dürfen wir uns nicht wundern, wenn Fachkräfte einen Bogen um Thüringen machen. Und deswegen glaube ich, gilt es tatsächlich, eine Willkommenskultur zu entwickeln und sich auch ein Stück weit weltoffener zu präsentieren. Das Thüringer Parlament hat ja, wenn wir beim Thema Migrationspolitik kommen, auf den Weg gebracht, dass die Bundesmittel, die zusätzlichen zur Unterbringung von Flüchtlingen in Thüringen 1:1 weitergegeben werden. Wird das reichen? Also ich sage mal, es ist erstmal ein ganz wichtiges Signal, dass wir die Mittel 1:1 weitergeben, weil die Kommunen die Hauptaufgabe leisten. Das muss man ganz klar sagen. Die Kommunen kümmern sich um die Unterbringung, um die Integration der Menschen hier vor Ort. Und deswegen brauchen sie die Mittel. Ob die Mittel 1:1 jetzt tatsächlich schon ausreichen, werden wir sehen. Es wird eine Spitzkostenabrechnung geben. Wir sind der Meinung, dass der Bund da durchaus nochmal nachsteuern muss. Beim Thüringer Flüchtlingsgipfel war die Zufriedenheit nicht allzu groß. Es gab auch vielerorts Kritik an der Ministerin, übertrieben. Aus meiner Sicht ging es tatsächlich eher um eine generelle Unzufriedenheit, weil beispielsweise die Flüchtlingskostenerstattungsverordnung ja nach wie vor nicht geeint war. Die haben wir jetzt und die schafft auch einen Paradigmenwechsel, nämlich dass tatsächlich die Plätze, die vorgehalten werden, finanziert werden. Also nicht nur die Menschen, die da sind, sondern die Kommunen haben ja immer gesagt, wenn wir Plätze vorhalten sollen, müssen wir auch dafür entsprechend Mittel bekommen. Und das wird jetzt so sein mit der neuen Flüchtlingskostenerstattungsverordnung. Und insoweit, denke ich, sind wir tatsächlich den Kommunen da sehr weit entgegengekommen. Und sollte es auch hoffentlich jetzt zu einem besseren Klima in dem Thema kommen. Was ist im Thüringer Landtag aus Ihrer Sicht noch Nennenswertes passiert, bei dem Sie sagen, das ist ein gutes Ergebnis? Naja, es gab Einigungen zu unterschiedlichen Anträgen, die tatsächlich gelungen sind, auch wenn sie lang gedauert haben, wie beim Thema Hebammenversorgung. Das ist sicherlich ein positiver Punkt. Schade fand ich, dass wir uns zum Thema Aufarbeitung nicht in einem Antrag wiedergefunden haben. Da gibt es jetzt 3 beschlossene Anträge, die teilweise widersprüchlich sind. Da muss man gucken, was daraus folgt. Und wir werden hoffentlich auch noch über die Attraktivität der Lehrerinnen und Lehrerberufe oder der Chancen für Lehrerinnen und Lehrer sprechen. Da gibt es eine Einigung wiederum und das ist aus unserer Sicht auch ein wichtiges Signal. Ja, wenn man auf die Abstimmung schaut, zum Beispiel zur PKK bei der Parlamentarischen Kontrollkommission, stand ja Steffen Dittes von der Fraktion Die Grünen, also die Linke. Von einer Regierung, von der Fraktion Die Linken, ja, meine Damen und Herren, wir schneiden es trotzdem nicht raus, von der Fraktion Die Linken zur Abstimmung. Er hat die Wahl nicht gewonnen und hat dafür die CDU-Fraktion verantwortlich gemacht. Und die Verlässlichkeit ist weg, hat er gesagt. Teilen Sie das? Ja, leider. Und man muss sagen, wir hatten ja sogar ein Mediationsverfahren zum Thema PKK. Und die Linke hatte ja zunächst mehrfach ihren versierten Innenpolitiker Sascha Bilay vorgeschlagen, der durchgefallen ist. Dann hat sich der Fraktionsvorsitzende selbst entschlossen zu kandidieren, der ja auch schon mal einige Jahre in der PKK war. Und ich habe kein Verständnis dafür, ihn nicht zu wählen. Da ging es der CDU, glaube ich, nur darum, ihm eins auszuwischen. Aber damit erweist die CDU dem Landtag insgesamt einen Bärendienst, weil sich darüber nur die AfD freuen kann.
In einem anderen Wahlverfahren ging es darum, dass Björn Höcke kandidiert hat als stellvertretender Ausschussvorsitzender für den Ausschuss der Personalpolitik der Thüringer Landesregierung. Er hat diese Abstimmung klar verloren. Die AfD argumentierte auch im Bericht aus Erfurt damit, egal wer antreten würde, jeder hätte verloren. Wie fällt Ihr Blick auf diese Personalie aus, die die Ausschussarbeit verzögern wird? Also ich glaube, das war eine ganz klare Provokation der AfD, mit Björn Höcke in den Wahlgang zu gehen. Und es stimmt eben nicht, dass egal wer aufgestellt wird, nicht gewählt wird. Ich nenne ein Beispiel. Frau Hofmann wurde als stellvertretende Vorsitzende vom Untersuchungsausschuss Treuhand gewählt. Sie ist dann selbst zurückgetreten, weil sie anscheinend die Arbeit nicht machen wollte. Aber das zeigt, wenn ein Personalangebot gemacht wird, was man mittragen kann, dann wird das auch mitgetragen. Aber mit Björn Höcke als ausgewiesenem Rechtsextremisten und attestiertem Nazi, der in Personalunterlagen Einblick nehmen will, kann, glaube ich, jede und jeder verstehen, dass er keine Mehrheit finden konnte. In seiner Rede zum Thüringen-Monitor hat der Fraktionsvorsitzende der SPD moniert, dass die Sprache immer härter würde. Er hat Kriegsrhetorik moniert. Teilen Sie die Ansicht? Ja, das teile ich leider. Es scheint wirklich immer nur noch um Klickzahlen zu gehen. Gerade bei der CDU erleben wir, dass sie extrem verknappt und extrem populistisch daherkommt. Sie ist teilweise in der Rhetorik kaum noch von der AfD zu unterscheiden und das ist ein echtes Problem. Was wird das dann für einen Ausblick aus Ihrer Sicht auf die Haushaltsverhandlungen werfen? Naja, wir merken, dass wir uns im Vorwahlkampf befinden. Ich appelliere tatsächlich an die CDU, ihrer Verantwortung gerecht zu werden und sich nicht so rechts außen zu präsentieren, wie die AfD es schon tut. Wir brauchen keine zweite AfD, sondern wir brauchen tatsächlich eine starke demokratische Fraktion der Mitte. Und dahin sollte die CDU zurückkehren. Im Moment habe ich das Gefühl, sie driftet immer weiter nach rechts ab. Das war Astrid Rothe-Bahnlich, Chefin der Fraktion Bündnis 90 Die Grünen im Thüringer Landtag. Vielen Dank, bis zum nächsten Mal. Vielen Dank Ihnen. We'll be right back.